Ahnung, ob ich zu laut bin oder zu leise, aber ist mir jetzt auch irgendwie egal, weil ich möchte jetzt diese geilen Matches sehen. Also, auf jeden Fall. Wir sind hyped. Losers Final, Best of Five, Green Hill, Hilltop Zone Nummer 10. Sogar ich verwechsel das. Also, oh, direkt geht's los hier. Lux, 40%. Eieiei. Ja. Ei, ei. Also, gleich kommt schon Ascend raus hier, wenn du im Video. Ja. Flux hat auf jeden Fall die Kadusel-Kombos definitiv drauf. Da sieht man, das ist definitiv sein Charakter. Fast die 69%. Ah, leider nicht. Es wäre auch schwer gewesen, von 68, ja. Sonst was auf 69. Der hat irgendwie, weiß ich, der Bubble Damage offstage. Manchmal hat man gemacht. Die Hoffnung. Jetzt ja, hier manchmal. Direkt mit Ascend hier. Daddy, habe ich schon gehört. Wird jetzt ja, auch. Daddy Ascend. Ja, wird direkt. hier mit unseren ganzen Joker-Mains auch hier direkt bei uns, hinter uns noch. Ah, die Kari ist auch gerade. Ja, ja. Mein Matchup ist da. Joker gegen Ninja. Ja, stimmt. Früher war Kari auch für Ninja-Main, also was will sie mehr sehen? Also hier spannende Matches. Ja, sie sind auch gerade, ist wirklich ziemlich ausgeglichen. Flux leicht in Führung, aber die 50%, die sind schnell wieder aufgeholt. Gerade wenn auch Ascend wieder rauskommt, wir wissen, Killen tut er schon bei 70. Also teilweise, was wir hier gesehen haben, auch an Offstage-Kills. Oh, wie jetzt zum Beispiel. Das Reverse, da muss man aufpassen. Ne, also die, also Qualduto benutzt natürlich die Psyche sehr gerne Offstage zum Recovern, da muss man eigentlich immer ready für sein. Aber man ist doch, also ich zumindest bin jedes Mal überrascht, wie stark der Move doch auf einmal geworden ist. Also der killt irgendwie auch gefühlt bei 100% schon von Center Stage fast. Also das ist wirklich krass. Da muss man echt aufpassen. Das darf man wirklich nicht unterschätzen jetzt, Flux. Und da kam die Bagger sogar hinterher. Das ist also wieder 2 zu 2 Stockausgleich. Ja, und jetzt kommt auch gleich Ascend raus wahrscheinlich. Da kann sich Tobito wahrscheinlich auch wieder zurückkämpfen gleich. Genau. Den nächsten Ascend muss Tobito irgendwie gut nutzen. Und dann erstmal wieder ein bisschen zurückzukommen und dann am besten den Lead aufzubauen. Ah, da kriege ich immer so einen halben Herzinfarkt, so tief und dann so einfach wusch hoch. Ja. Und dann, das ist auch eine Sache, die Flux sehr gerne macht. Also mit der Back Air ein bisschen Edge Garden und dann mit der Hydro-Pumpe versuchen, dann irgendwie die Recovery umzulenken und damit den Gegner zu geben. Ah, da ist das war es jetzt schon, Jetzt ist Flux sehr, sehr gut im Vorsprung, hat fast einen ganzen Stock vorne. Und das wird schwierig für Tobito, das mal wieder aufzuholen. Das heißt, er sollte jetzt natürlich weiterhin probieren, um das Match zu gewinnen, aber sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Einfach Informationen sammeln. Das heißt, wenn man hinten liegt, sollte man das Match auf jeden Fall noch ganz normal zu Ende spielen, um einfach zu gucken, was für Optionen fehlt der Gegner, in welchen Situationen, um das dann im nächsten Match, wo es dann wieder natürlich ausgeglichen anfängt, dann entsprechend einsetzen zu können. Auf jeden Fall jetzt ganz klar im Vorteil. Jetzt Tobito muss auf jeden Fall mit diesem Ascend wirklich jetzt alles rausholen, weil das ist jetzt die einzige Chance so ziemlich. Ja. Sieht schlecht aus, muss ich sagen. Muss er erstmal irgendwie wieder so von der Kante wegkommen. Ja, ist auch schon jetzt direkt wieder weg. Also ja. Und das reicht schon. Guck mal die Prozente. Ja, 69%. Sehr schön. Wir haben vorhin noch drüber gesprochen. Flux hat es geschafft. Ja, da sitzt gerade auch jemand in der Regie, aber der traut sich wohl nicht, den Score abzudaten. Da muss ich wohl gerade wieder. Der weiß wahrscheinlich gar nicht, wie man das macht. Da muss man kurz wieder. Hallo. Hallo, Kari. Na. Das ist ein schönes Matchup, was wir hier sehen. Das ist ein sehr schönes Matchup. Okay, ich übernehme mal hier die Stelle. Das sind zwei. Ich finde das zum Beispiel sehr, sehr coole Charaktere. Ich mag die agilen Joker, Fajutsu. Du bist ja selber Zero Suit. Ja, ja. Entsprechend bist du dann natürlich voll auch mit dabei. Ja, definitiv. Wie die Rasora ja eben schon gesagt hat, Greninja war ja, bevor Joker im Spiel war, mein Main gewesen. Deswegen ist das für mich natürlich eine ganz, ganz besondere Situation. Das sind beides Charaktere, die ich vom Herzen fühle. Joker natürlich als jetzt Joker-Main noch einen Ticken mehr, aber ich habe auch natürlich eine gewisse Sympathie hier für Greninja. Ich versuche hier natürlich so neutral wie möglich zu bleiben, weil ich es beiden sehr gönnen würde. Ja, ich muss sagen, so ganz unparteiisch. Flux soll Tobito schön fertig machen. Er hat es nicht verdient, noch weiter zu kommen. Wieso hat er es denn nicht verdient? Hat er dir wehgetan? Ja, ein bisschen vielleicht. Oh nein. Ich habe mich vielleicht auch doof eingestellt, aber ich habe ein bisschen hier irgendwie mir fehlen die Worte. Ich muss zugeben, ich habe jetzt ja gerade ein bisschen hier mit dem Tobi über das Matchup gesprochen. So ein bisschen von Joker zu Joker, so ein bisschen drüber geredet, was man tun kann und was man nicht tun sollte. Mhm. Also insgesamt macht er das schon, finde ich, richtig. Man muss halt nur sehen, Flux ist halt auch echt ein starker Spieler. Definitiv. Spielt ja auch, soweit ich weiß, noch jede Woche, zwar nicht auf Turnieren, aber... Nee, genau, also er ist ja jede Woche offline. Genau, Genau, Flux gehört so zu meiner Smash-Truppe, mit der ich mich einmal in der Woche treffe, sofern das natürlich die Arbeitszeiten zulassen, aber meistens ist er da. Diese Woche leider nicht, da war ich
ich meine in der Heimat, wenn ich nicht noch richtig im Kopf habe. Aber es heute hat es endlich mal wieder zur Hilltop-Zone geschafft und zeigt natürlich, dass es nach wie vor ein sehr, sehr guter Spieler hier in der Region ist. Ja, definitiv. Da sollte man sich echt nicht drauf ausruhen, nur wenn man denkt, dass der Flachs vielleicht mal länger nicht da war, vielleicht ist ein Rost angesetzt hätte. Nein, nein, hat er nicht. Nee, der übt jede Woche schön weiter. Schön die Zeit, wie wir nennen das immer so schön. Also unter den Kollegen, das haben wir das immer Torschießen genannt früher. Weil es halt so diese Animation so ein bisschen so aussieht. Und es sich halt auch so anfühlt, wenn du dann offstage springst und dann damit killst. Ja. Ich muss auch gerade mal sagen, Flux hat den Edge gerade bekommen und es ist zwei war Stocks wirklich vorne. Gut gewesen, ja. Muss man schon, wie sagt man, würdigen. Ja. Jetzt natürlich selbst den Kill-Prozent, aber Doku muss auch erst mal den Kill finden, was ja, das manchmal gar nicht so einfach ist. Ist ohne Ascend gar nicht so einfach. Ja. Weil, vor allen Dingen, weil du für die Joker-Kills ja dann doch, also doch oft relativ technische Sachen brauchst. Das kann halt dann im Eifer des Gefechts ist es gar nicht mal so einfach, vor allen Dingen für Ninja. Hat ja kein, ist halt, genau wie Joker, dann auch so ein bisschen glitschig, sag ich mal. Der fällt dir dann auch gerne mal da raus. Ja, ja. Ist halt kein Bowser, ne? Nee, ist kein Bowser. Das sind beides sehr, sehr kleine, sehr schmale, sehr agile Charaktere. Die sind nicht so einfach zu treffen und fallen, ja, wie gesagt, gerne auch mal irgendwo raus. Mit der Nähe. Ja. Mhm. Ich habe gar nicht drauf eingegangen, dass Tobito den Kill vorhin geholt hat, irgendwie 180% fast. Ja, ja, hat er dann irgendwann mal gemacht. Genau, aber Flux baut hier seinen Vorsprung weiter gut aus. Das Problem ist halt tatsächlich auch für Joker. Dass er will da ja rein, weil für Ninja ist definitiv besser drin, ihn auf die Distanz ein bisschen zu campen, ja, mit den Shuriken. Ist das, was Tobito vorhin noch angesprochen hat? Genau. Also, dass er Probleme hat, gegen die Shuriken anzukommen. Ich hatte eigentlich gedacht, dass man mit Guns und Sidefeed da irgendwie was machen kann. Die Variationen, die du als Ninja machen kannst, durch diese verschiedenen groß aufgeladenen Shuriken, du weißt ja nie, wann genau er feuert. Ja, das stimmt. Wenn du mit Joker da bist, dann kannst du entweder hier ein bisschen Gun oder du kannst Sidefeed machen und Es ist viel leichter zu durchschauen, was du da tust, als wenn du. Vor allen Dingen, man denkt ja vielleicht, okay, Joker kann dann Rebel Guard. Ja, wenn Flux aber nur die ganz kleinen Insta-Shurikens macht, kannst du da einen scheiß Rebel Guard machen. Da schaffst du es gar nicht, darauf zu reagieren. Du kannst ja auch nicht im Rebel Guard stehen bleiben, weil dann kommt Greninja gelaufen, crap dich und macht dann irgendwie, keine Ahnung, ich weiß, Down for Fair oder so, gibt's sowas? Wir sehen ein Switch auf Beile! Tobi! Tobito sagt also, Joker Quajutsu hat da gar keinen Bock jetzt drauf, nachdem er 0-2 hinten liegt und probiert Beile einmal. Auch ein Charakter, den ich nebenbei ganz gerne mal durch ja, ein spiele. Ja, ist auch für mich tatsächlich witzigerweise, ja, Edelgard Beile spiele ich auch manchmal. Das ist also auch ein Charakter, den ich auf jeden Fall mag. Ich kenne... Ja, wir Joker-Mains sind alle gleich. Das ist so. Ich kann die Skins leider alle nicht zuordnen. Ich kenne. Da ist der also Three Houses nie gespielt. Kann ich dir erklären, das ist der Klotz. Alles also klar. Von dem Bogenschützen sozusagen. Okay. Ich spiele immer die Farbvariante 8, also einmal nach links. Ich weiß nicht, wer das ist. Das ist, glaube ich, der weibliche Awaken-Skin. Mit diesen, du meinst mit diesen türkisen Haaren, ne? Farbe und ich sind immer so eine Sache, die sehen ja, für mich irgendwie grün Dingen aus. Türkis ist für Männer vor allen Dingen so eine ganz schwierige Sache. Wir können auch gerne darüber diskutieren, welche Farbe dieser Pyramifra-Skin ist, dieser Pluma-Skin. Habe mich auch schon so oft mit Leuten drüber gekloppt, weil ich sage, es ist Türkis, die einen sagen blau, die anderen sagen grün. Der ist silbergrün. Der ist Türkis. Aber ich habe den noch gar nicht vor Augen. Ja. Du musst auch gerade mal sagen, also Flux weiter in Führung, hat den ersten Kill geholt, aber Tobito stellt sich nicht schlecht an. Nee, tatsächlich nicht. Und guck mal, das ausgeglichen. Direkt wieder ausgeglichen. Vielleicht ist das gar keine so schlechte Idee. Wir müssen halt hier auf dem Schirm haben, du hast halt eine Range, die auf jeden Fall ganz anders für Ninja challengen kann. Definitiv. Du bist halt langsamer, aber du musst halt auch nicht so tief rein. Ja. Eventuell ist das genau das, was er hier gerade braucht, um den Frosch halt ein bisschen auf Distanz halten zu können. Ein schöner Parry vom Schuriken. Ja. Macht auf jeden Fall gerade sehr, sehr gut. Also ist ja, vielleicht funktioniert das. Sehr, ja. Sehr ausgeglichen. Scheint ja auch ein Ball zu sein, der mal ein bisschen verwendet wurde, auch von ihm. Also ja, das sieht für mich zumindest ja definitiv. Also er weiß schon, was er da tut. Ja, ja. Aber ja, Mira, so war gerade so aus dem Off gerufen, hat alle Joker-Mates teilen meine eine Gehirnzelle. Ja, es ist genau wie bei den Bowsers. Wir sind in der Bralle irgendwie verbunden. Ja, ja. Haben so ein Shared Subconsciousness irgendwo. Alle ziehen die Luft gerade ein. Die Fair hätte fast gekillt gerade an der Kante. Larry hat einen Small Spider Twink immerhin. Und China spielt auch mal einen Small Spider. Ja.
Flux hat auf jeden Fall eine gute Führung aufgebaut. Seit wann hat Dobito ein Beile? Das weiß ich auch nicht. Ich hatte aber schon ein paar Mal heute anklingen lassen, dass er durchaus mal vorhat, Beile zu spielen. Ja. Und es, er macht sich nicht ganz schlecht. Also nee, definitiv nicht. Oh, mit dem Arrow. Wie heißt nochmal? Failnord, glaube ich. Wen meinst du? Failnord ist ein Dings, ein Little Mac-Spieler. Nee, ich dachte, der Bogen heißt irgendwie auch Failnord. Ach so, Failnord, ja. Failnord, richtig. Failnord. Near, das glaube ich der. Ach, Amir heißt das Ding. Wie heißt das Wort nochmal? Schwert? Oh, das kann ich dir nicht mehr sagen. Speer. Der Speer. Ich muss das wieder spielen. Ja. Oh mein Gott, euer Tag. Alter, die Kombo. Die Tags, ja. Junge. Nee, das macht Flux richtig gut. Die Tag Chases mit der Drag Down. Ja. Ab er dann irgendwie er für den Jetlock mit der Nähe gehen, aber eben auf den. Nicht mehr landen, ne? Ja, ja. Er reagiert halt sehr, sehr gut auf die Tag Option, die dann kommt. Was er jetzt machen muss, ist Down B. Er hat so schöne Richtungswechsel auch immer in der Luft, wenn er kommen muss. Also, ich weiß nicht, ob Down B der richtige Move ist. Ach doch. Ich rechne da nicht, deswegen. Also es ist ungefähr so richtig wie meine Downer offstage. Also so wie ich sag mal so, er würde killen. Ja, das schon. Deswegen sag ich's ja. Ein Air-Smash mit der Range. Gamer, Forward Smash wird auch killen. Sweet Spot. Haben wir das gefunden? Ich habe keine Zeit. Yeah. Ja. Wir brauchen mehr Zeit, deswegen komm ich. Ich muss da schauen, wie er gelandet. Ja, Ledge ist immer eine gute Option. Ja, im zweiten Fall. Oh, das reicht. Hätte fast gereicht. Aber da ist PS2 doch ein bisschen zu hoch und die Prozente auf Flux noch nicht ganz gegeben. Oh, der hätte Dash, der kommen können. Oh. Und die Fair reicht. Ein sehr, sehr knappes Match zum Ende. Die Fair ist aber ganz schön unfair. Ja, unfair. Also, aber das hat Flux jetzt 3-0 für sich entschieden. Geht damit also ins Grand Finals, um dann sein Rematch gegen Some Absol zu bekommen. Ja.